Willkommen zurück zu Let's Play GTA The Ballad of Gettoni. Yeah! So, wir sind wieder vor Maisonette 9. Ich habe ja im letzten Part das Tanzspiel gemacht oder die Tanzspiele im Herkules noch. Allerdings war ich ja währenddessen schon verwirrt und jetzt bin ich noch verwirrter, denn ihr habt kommentiert, dass ich das nicht richtig gemacht hätte. Das wäre nicht der richtige Tanz gewesen. Eigentlich kommt so ein Vortanz, haben einige kommentiert, das was ich anscheinend gemacht habe, und wenn man es gut macht, soll dann der richtige Busstopp das Tanzspiel halt kommen. Ich bin verwirrt, ihr seid's auch. Einige von euch haben kommentiert, ihr seid auch verwirrt, denn ich habe hier die Prozente bekommen. Deshalb weiß ich es jetzt nicht, ob das schon reicht. Allerdings war das, wie gesagt, nicht das richtige Spiel. Der richtige Dance. Da soll so noch so ein Gruppentanz kommen, Busstopp halt. Ich probiere es jetzt wieder. Ich kann es euch jetzt nicht versprechen, ob es direkt klappt. Wir haben übrigens noch eine SMS bekommen. Von Cindy, unserer neuen Freundin. Oh. Hey Süßer, ich brauche was Süßes. Zeit. Eieiei. Oh, nee, keine Zeit. Wer war denn das nochmal? Wie habe ich die bekommen? Durchs Tanzen, glaube ich. Keine Ahnung. So, wir probieren das jetzt einfach. Mal wieder. Ich werde es so verkacken. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Halten. Das klappt, wie gesagt, ganz gut. Ich weiß, ich muss mit der Musik mitgehen, aber das kriege ich irgendwie nie hin. Oh, es geht weiter. Jetzt habe ich mich gerade verkratzt. Okay, jetzt habe ich ein bisschen schneller gemacht und jetzt ging es ein bisschen besser, glaube ich. Ich glaube, ich war einfach zu langsam. Naja. Alter, das... Wie soll man das bitte schaffen? Also da muss ich offscreen, glaube ich, probieren. Wollte das jetzt noch kurz zeigen. Mehr kriege ich aber echt nicht hin. Nee, das muss irgendwie irgendwann einfach aufhören. Ich kriege gar nichts zusammen, ey. Noch ein bisschen. Okay, ist voll, oder? Ja, aber... Jetzt krieg ich wieder ein Geblasen oder so. Wir knutschen erstmal. Aber zu dem Spiel ist es wieder nicht gekommen. Naja, da muss ich echt, wie gesagt, offscreen ein bisschen probieren, bis das klappt. Und ja, ich muss, wenn nicht, gucke ich einfach mal. Gut, das überspringen wir mal. Können wir nicht überspringen, schade. Ich habe die Prozente bekommen. Da gucke ich einfach mal bis zur letzten Mission, ob ich da genügend Prozente habe. Und wenn nicht, dann muss ich das noch irgendwie nachliefern. Oh ne, jetzt krieg ich die Nummer von der noch. Genauso haben wir Cindy kennengelernt. Wer war denn das jetzt? Dana. Alles klar. Ich will die Nummern gar nicht. Die nerven doch nur. Was sind da auf der Karte angezeigt? Hä, was war da markiert? Also, Moment, Moment. One-Night-Stand? What the fuck? Soll ich dazu erfahren oder was? Völlig unnötig, keine Ahnung. Egal, wir sind hier Maisonette 9 gerade und ich würde sagen, wir machen gerade hier Management-Mission. Da müssen noch zwei fehlen. Und dann hätten wir das. Schade, dass das so verwirrend gemacht ist. Schade. Na gut, dann müssen wir halt warten. Bis zur letzten Mission. Weil 100% will ich schon voll kriegen. Wobei ich noch Angst habe, das habe ich glaube ich im letzten Part erwähnt, ist Cagefight. Das ist so ein Scheiß. Ich habe mir ein Video angeguckt, weil ich habe schon mal aufgenommen, habe da den Part begonnen und habe dann einfach neu gemacht, weil ich gestorben bin, weil das zu dumm ist, wenn ich dann die ganze Zeit sterbe, und habe ich es nochmal probiert, nochmal dabei gelabert, dazu wollte den Part dann auch hochladen, aber ich bin wieder gestorben. In der zweiten Runde oder dritten Runde. Weil da komme ich nicht. Und dann habe ich einfach offscreen ein bisschen probiert, also ohne aufnehmen. Ich habe es nicht hinbekommen. Da habe ich mir ein paar Videos angeguckt, wie die das gemacht haben, mit ein paar Tricks, aber das hat bei mir auch nicht geklappt. Ich muss das unbedingt irgendwie schaffen, sonst wird das nichts mit der 100%. Der ist besoffen. Was ich noch machen muss, ist Billard spielen gehen. Das mache ich aber offscreen, weil ich war ja schon mal mit Armando. Enrico und Armando. Nee, Herr. Wie heißt der Penner? Anando? Armando, so, jetzt haben wir den Namen. Armando. Das überspringen wir.
mit denen habe ich das ja eigentlich schon gemacht, aber Billard habe ich gefailt, da habe ich verloren. Deshalb muss ich das wieder machen, aber das zeige ich nicht. Allerdings nachher gehe ich mit denen aus, das hört sich sehr schwul an. Ich muss nämlich noch ins Stripclub gehen, mit denen trinken und mit denen essen gehen. So, das kann ich nicht mal aufsprechen. Essen gehen. Okay, das mache ich heute noch. Die eine Club Management mache ich, weil geht halt nur eine. Sonst muss ich speichern gehen und damit es spät abends ist, damit ich weitermachen kann. Machen wir dann ein anderes Mal. Kommt drauf an, wenn das schnell geht. Ah, sehr schön. Okay, begib dich zum MeTV-Gebäude. Alles klar, sehr schön. Das ging doch relativ schnell. Was wollte ich eben noch sagen? Achso, wenn es von der Zeit her läuft, wenn das schnell geht mit den zwei Typen da, die drei Aktivitäten machen, gutes Deutsch, dann gehe ich vielleicht nochmal ins Herkules, aber dann ist wahrscheinlich auch wieder zu früh. Ne, ich glaube, das wird von der Zeit her auch nichts. Mal gucken, wie ich das so mache. So, wir sind ja schlau. Wir haben eine SMS von wem? Von Cindy. Ja, mir ist was dazwischen gekommen. Halt die Fresse. So. Ja, was soll ich jetzt hier? Hallöchen. Wow, Kurve. Yay. Yeah. So. Was habt ihr denn für Probleme? Okay. Fangirls. Ich will da raus. Ja, ja, Gott sei Dank. Ohne den Fans weh zu tun. Zumeist so nett, nein, da waren wir doch eben. Scheiße, ich bin falsch gefahren. Egal. Folgen die mir? Das hatten wir ja schon mal. Nur da waren es Paparazzis, aber. Fangirls sind, denke ich, genauso lästig. Also, ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt noch nicht wirklich so richtige Fangirls und Fanboys. Ja, einige von euch, aber die stalken mich jetzt noch nicht, dass ich irgendwie nicht mehr draußen rumlaufen kann. So schlimm ist das noch nicht. Sie stalken mich im Internet. Da gibt es wirklich Leute, die haben schon mein Facebook-Profil rausgefunden, mein privates. Ich habe noch ein privates. Schon ein paar Freundschaftsanfragen musste ich da ablehnen, weil es halt privat ist. Aber es ist nur, waren nur ein paar. But the girls ain't on the reach, so it may be a challenge for you. Don't worry about us. Thanks for the ride. Hey, you ever need anything? Give our mom a call. She handles our S*T for us. Welcome, gentlemen. It's a pleasure to have you here. We're all big fans. So, gerade noch fertig geworden mit Trinken. Uiuiui, so, jetzt rufen wir erst Desi an, glaube ich. Na hopp, Louis, ruf ihn an. Ruf ihn an, du Sau. Nö. Diesmal nicht. Wie wollen wir? Eigentlich könnten wir. Komm, wir gehen nochmal ins Maisonet. Und versuchen, das. Ich weiß nicht, ob das zweimal hintereinander klappt. Nicht die Mission starten. Meint ihr, das klappt zweimal? Ne, wir brauchen das nicht anrufen, weil wir wieder hier sind. Ich probiere es jetzt einfach mal. Das kann ein Flop werden. Weil wir ein bisschen spät schon haben und ich weiß nicht, ob man das zweimal hintereinander machen kann, weil die Special Mission da kommt, immer eine Special Mission. Das wäre jetzt lässig, weil wenn ich richtig gerechnet habe, lachen die so, müsste das eigentlich die letzte dann sein. Aber wie ich das Spiel kenne, das träumt mich bestimmt. Sag 9 gibt es nicht, erst am anderen Abend. Probier es jetzt einfach, scheiß drauf. Kostet eventuell Zeit. Alter. Ja, das Spiel leckt wieder ein bisschen. Hat jemand kommentiert, macht die Lecks weg. Ja, ich zauber sie weg. Sehr schön. Sinnvoller Kommentar des Jahres war das wieder. Zum Glück war noch bitter dabei, sonst hätte ich das kommentiert. Aber es ist ja nicht so, dass ich in dem Part, wo es extrem geleckt hat, schon gesagt habe, dass mir leid tut. Und dass ich nichts dagegen machen kann. Und trotzdem kommentiert jemand, mach die Legs weg. Bitte. Ja.
Ich bin kein Magier, tut mir leid. So spielen, man muss auch ein bisschen Ahnung davon haben. Ich habe zwar einen guten PC, aber aufnehmen und so ein Spiel spielen, das zieht einfach Prozessorleistung runter. Das müsst ihr verstehen, wenn man in großartiger Qualität Full HD spielt und dann auch aufnimmt, da kommt die Festplatte nicht hinterher mit dem Schreiben der Datei. Und dann leckt es halt, das ist halt so. Muss man ein bisschen sich auch auskennen und nicht einfach nur rumhaten, dass es leckt und so. Ist nicht alles so einfach, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat wie ein gewisser Herr Kronk, wo er natürlich sehr viel verdient, was ja auch gut ist. Was mich natürlich für ihn freut, aber der kann sich natürlich ein mega Monster PC für 5000 Euro leisten oder so oder noch mehr. Und da leckt es natürlich nicht. Ich kann mir sowas natürlich nicht leisten, so ein riesen PC. Und da laggt es wieder, wo wir beim Thema sind. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil durch die Lags und durch die Kommentare, dass es laggt, das zieht halt ein bisschen mein Kommentarstil runter, weil ich immer drüber reden muss, was gerade ist und so. Und wenn es laggt, dann muss ich drüber reden. Aber ist egal, ich hoffe, das stört euch nicht. Was? Ich habe gar nichts gesehen. Ich achte gar nicht mehr drauf. Ich gucke einfach, das geht ja immer automatisch. Das ist eines der dümmsten Sachen hier. In dem Spiel, das hier. Zum Glück haben die da Special-Aufträge eingebaut. Wie haben wir? 2.34 Uhr. Okay, das wird doch ein bisschen knapp. Nur zwei Club-Management-Missionen. Gut, ich habe das Tanzspiel versucht. Aber ich wollte ja mit denen noch ausgehen. Und eigentlich wollte ich heute den Part dann nicht zu lange machen. Ja gut, 20 Minuten kann ich schon machen, auf jeden Fall. Hallöchen. So, aber wenn ich das jetzt hier fertig habe, dann habe ich nicht mehr so viel für nach den Story-Missionen zu machen. Also wenn ich einen Part mache mit Story-Missionen und die Story-Mission geht nicht so lang, dann habe ich jetzt keine Nebenmission mehr, wo ich dahinter machen kann. Gut. Ah, sehr schön. Wunderbar. Begib dich zum Helikopter. Ich guck gerade mal, wie viel Prozent wir haben. 70,4. Ich glaube, so viel hatten wir auch im letzten Part. So, dann gucke ich nämlich mal, wenn ich jetzt, ob ich jetzt, also wenn ich das jetzt geschafft habe, die hier, die Mission, wo jetzt kommt, ob ich da Mission, Prozente dazu bekomme. Wenn ja, dann habe ich alle gemacht. Wenn nicht, gucke ich nochmal in die Checklist. Aber das ist sehr schön. Dann haben wir das auch hinter uns. Und wir dürfen wieder Helikopter fliegen. Das haben wir ja ganz selten gemacht in dem Spiel. Ich glaube, das ist von den Entwicklern, die lieben Helikopter. Also es fällt mir voll auf in Ballad of Getoni. Fast jede Mission später war irgendwas mit Helikopter fliegen. Oder klauen oder keine Ahnung. Oder irgendwo hinterher fliegen. Im Auto. Sau oft sind wir geflogen und jetzt auch in einer Nebenmission. Aber mich stört es nicht. Wir müssen da anscheinend den Typen abholen. Puss Spade. Kann hier jemand schießen? Nee, das ist nicht so einer. Leider nicht. Das heißt, heute nur fliegen und nicht ballern. Yay, Parkhaus. Wo haben wir das? Ja, mit dem Helikopter ist das eigentlich scheißegal. Da ist man schnell. Ich freue mich schon auf Fliegen in GTA 5. Wird bestimmt stylisch. Hat mir ja ein kurzer Ausschnitt schon gesehen vom Gameplay, wo man mit dem Flugzeug geflogen ist. Das wird bombastisch. Nicht mehr lange, Leute. Nicht mehr lange, wir haben, ich glaube, 31. Juli, kann das sein? Oder 1. August? Sowas halt. Anderthalb Monate. Dann haben wir das Spiel in unseren Händen. Oder ihr nicht, keine Ahnung. Vielleicht guckt ihr nur meine Videos an, das würde mich sehr freuen. Aber haben ja schon welche kommentiert. So, da sind wir. Ich habe nicht getroffen, das ist extrem bitter. Da müssen wir kurz drehen. Und, oh, Fitzel Arbeit. Komm schon. Wo denn? Da hinten in der Limo oder was? Ah, ne, da. Oh, ich würde jetzt so gerne einfach wegfliegen. Was dann passiert, ob er dann wartet, bis ich wieder lande. Oder ob es dann direkt vorbei ist, wegen Trollen. Was hat der gerade Babu gesagt? Schon wieder. Was? Was war das? Hat er irgendwas gesagt, ich soll vorsichtig fliegen? Keine Ahnung. Ich fliege so, wie ich fliege.
glaube, der hat Angst vor Helikopter. Ah ja, der hat irgendwie Angst, Flugangst. Bin übrigens noch nie mit dem Helikopter geflogen. Also jetzt ich privat. Im Real Life. Also ich nie aus, sowieso nicht selbst. Ich meine, drin gesessen habe ich noch, bin ich noch nicht. Mit dem Flugzeug normal halt. Schon öfters im Urlaub geflogen. Das macht mir auch nichts aus. Ich habe da keine Flugangst. Das ist immer eine schöne Sache zu fliegen. Aber Helikopter fliegen würde ich auch gerne mal. So, wo müssen wir denn landen? Auf der Straße oder what? Scheiße. Ich lande ungern. Ich kann fliegen, aber landen ist bei mir so ein Problem. Fliegen ja, landen nein, wie der Indiana Jones sagen würde. Was machen die mit mir hier? Muss ich hier eng irgendwo in der... Alter! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ah, hochziehen. Alter, das kann noch ein bisschen dauern, weil, wie gesagt. Alter, wie soll ich da... Okay, wir sind da. Hallo, wir sind da. Oh Gott sei Dank. Pleasure to meet you, pal. If we all keep doing our part, the world's gonna become a better place. Sure it will. Ey, 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 ey! Wer fliegt denn jetzt weg? Ey, ich will nicht den Missionsschaden. Mein Heli. Okay, wir haben immerhin nur eine Limo weggefetzt, da liegt sie. Das ist in Ordnung. Und glaube ich da eine Laterne oder so. So, Prozente wollen wir gucken. 80,4. Das hat fast 10% gebracht oder sogar 10%. Alter Schwede, leck mich am Arsch. So, das sieht doch schon gut aus. 20% nur noch. Wie gesagt, wie das jetzt mit den Tanzspielen aussieht, weiß ich nicht. Ich habe Prozente dazu bekommen. Müssen wir alle warten, dass mit den Freunden die Aktivitäten mache ich jetzt nicht. Das mache ich dann eventuell nach kurzen Story-Missionen, dass ich da noch kurz essen gehe und Strip-Lokal besuche mit Armando und Enrique. Und ja, im nächsten Part, vielleicht sogar schon im nächsten Part, denn wir machen da wieder eine Story-Mission. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.